Ja, hallo zusammen. Willkommen zu meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Dieses Video geht an alle Amazon-Verkäufer. Amazon-Verkäufer, aufgepasst. Hier ist wieder eine üble Masche unterwegs und die wollen nur euer Bestes. Worum es hier ganz genau geht und für alle, die es interessiert, das zeige ich euch jetzt hier in dem Video. Immer wieder wird versucht, Amazon-Verkäufer mit dubiosen E-Mails ihren Zugangsdaten aus der Nase zu ziehen oder die auf fremde Seiten zu locken. Jetzt habe ich hier wieder eine E-Mail bekommen, verkaufe ja auch auf Amazon hin und wieder. Und dann bin ich natürlich auch potenzieller Angreifer oder Angreifpotenzial oder wie auch immer, wie man das nennen will. Und Angegriffener, so rum ist es ja. Und die möchte ich euch mal zeigen. Warum ich jetzt hier ein Video darüber mache, ist, weil ich die doch besonders gelungen finde, also von der Aufmachung und so weiter. Denn oftmals werden ja solche E-Mails sehr schnell erkannt und man kann dann hier auch die sofort wegklicken. In dem Fall ist es so, dass sie tatsächlich sehr gelungen aussieht und halbwegs brauchbares Deutsch auch hat und somit kann man da schon drauf reinfallen. Wenn ihr jetzt hier mal genau schaut, ich habe hier mal eingeblendet, wie die aufgebaut ist. Hier ist also Amazon Service und ich werde aufgefordert, als Gewerbetreibender hier meine Steuerdaten hochzuschicken. Das war tatsächlich ein sehr aktuelles Thema. Allerdings im letzten Jahr, da kam von Amazon sehr oft und sehr genau diese E-Mail und hier drohte jedem Amazon Account Verkäuferbesitzer sozusagen die Suspendierung, wenn ich diese Daten nicht hochgejagt habe. Und das machen sich jetzt die Scammer hier zunutze. Die wollen also tatsächlich jetzt hier versuchen, über diese E-Mail an die Benutzerdaten zu kommen. Und das ist natürlich ganz, ganz fiese Masche. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie man hier das unterscheiden bzw. auch erkennen kann. Und warum man auf gar keinen Fall hier da dem folgen soll. Denn was man hier schon ganz gut sehen kann, dass der Link, der hier angegeben ist, ich habe ihn mal eingeblendet, dass der in der Tat nicht nach Amazon führt. Alle Links von Amazon führen in der Regel zu Amazon.com. Hier ist eine dubiose Seite eingeblendet. Dort führt der Link letztendlich hin. Und das ist nicht Amazon. Ich habe für euch mal den Link verfolgt. Und dann kommt man hier auf diese schöne Seite, die auch wiederum so aufgemacht ist wie der Amazon Seller Anmeldebereich. Das heißt, ist jetzt keine gewohnte Amazon Seite, aber für die Amazon Seller, also für die Verkäufer unter uns, sieht die doch sehr ähnlich aus. Und zwar ist die sehr einfach gehalten. Hier steht dann Amazon Seller und hier soll ich dann bitte auf meine Kontodaten zugreifen. Bis jetzt also unverdächtig. Aber was jedem, der ein bisschen aufpasst, sofort auffallen sollte, ist, dass ich quasi hier auf eine weitere Seite weitergeleitet wurde. Wir haben also nicht nur den Link von der ersten, von der E-Mail, sondern wir wurden hier jetzt auch schon auf eine weitere Seite weitergeleitet. Und hier wird sozusagen simuliert mit Amazon.de, dass ich auf Amazon bin. Aber für alle, die es nicht wissen, am Ende einer URL, nämlich hier, ist letztendlich ausschlaggebend, wo ich lande. Da kann davor stehen, was möchte, und zwar alles, was vor der letzten Domain ist. Die Angaben, die davor sind, sind total uninteressant, sollen hier nur das vorgaukeln, sondern ich lande hier in der Tat auf Saludo Fitness, die ist bestimmt gehackt worden, die Seite, .cl und somit auf keiner Amazon-Seite. Ich habe natürlich trotz alledem das weiter verfolgt, sonst wäre ja nicht ich. Und hier soll man dann seine Amazon-Anmeldedaten angeben. Die sieht wiederum so aus, wie sie auch viele Endkunden kennen, dass ich hier tatsächlich die Daten angeben soll. Aber auch hier nochmal der Hinweis, wenn man nach oben schaut, das ist natürlich nicht die Original-Amazon-Seite, sondern eine Fake-Seite,
die Daten, die ich jetzt hier eingebe, dienen ausschließlich dem Zwecke, dass diese Daten abgefischt werden sollen. Das heißt, hier wird dann Missbrauch mit dem Account betrieben. Jetzt kann man natürlich leichtfertig sagen, was interessiert denn bitte, ob jemand einen Accountzugang bekommt oder nicht? Oder was interessiert denn, ich kann das doch zurücksetzen. Hier ein Sicherheitshinweis an der Stelle nochmal an alle Verkäufer. Die Zwei-Wege-Authentifizierung, die macht hier natürlich besonders viel Sinn. Denn auch wenn jetzt dann ein Scammer, ein Hacker hier Zugang auf meine persönlichen Daten bekommen kann oder bekommen hat, dann muss er dann trotzdem über die Zwei-Wege-Identifizierung sich authentifizieren. Und ich bekomme immer eine Nachricht auf mein Handy, dass da versucht, jemand sich anzumelden und kann dann da auch einschreiten. Habe ich das nicht, was leider nach wie vor die meisten Händler nicht haben, dann passiert nämlich Folgendes. Jetzt zeige ich euch mal, was das für einen Sinn macht und warum diese Hacker unbedingt an diese Daten wollen. Das ist nämlich auch vielen gar nicht bewusst. Hier kann ich es euch mal ganz einfach an einem schönen Beispiel zeigen, nämlich an der Sony Alpha 6300. Und dann werdet ihr feststellen, dass es die Kamera hier für Schnäppchenpreis von 370 Euro gibt. Und das sollte einen dann doch hellhörig werden lassen. Dann gibt es die nochmal gebraucht. Da müsste man auch hinterherhaken, ist auch sehr günstig, 484. Dann die nächste gebraucht, die nächste gebraucht, die nächste gebraucht. Und ich habe es jetzt hier allerdings nicht dokumentiert. Die Kamera fängt ja normalerweise ab 800, 900 Euro, eher 1000 Euro an, dann tatsächlich verkauft zu werden. Und wenn ich jetzt hier mir diesen Account mal genauer anschaue, also ich denke, ach, das ist ja günstig, dann will ich ja auch sicherlich mal prüfen, um was handelt es sich hier, dann bekommt man diese Seite, kann also hier den Verkäufer begutachten, sieht, das sind nur gute Bewertungen, also kann ich dem ja vertrauen und kann dann auch tatsächlich da kaufen. So ist der Plan. Jetzt muss man allerdings hier sehen, dass der Scammer, der nämlich die Zugangsdaten von dem Shop da tatsächlich bekommen hat, dass der hier einen Hinweis hinterlassen hat. Und zwar soll man unbedingt, bevor man die Ware bestellt, den per E-Mail kontaktieren. Und da geht nämlich dann im Prinzip der Betrug auch los. Also hier hat er sich schon den Account gehackt, hat also den übernommen, die Müllen sozusagen ganz Amazon zu, um dann an diese Daten zu kommen, beziehungsweise dann günstige Elektroprodukte einzustellen. Und dann reagieren die Leute da drauf. Und anstatt dann jetzt ganz normal den Kauf über Amazon abzuwickeln, was dann letztendlich resultiert, dass der Artikel nicht zugestellt wird und auch dann keine Gefahr droht und nichts bezahlt werden muss, werden dann Leute aufgefordert, dann hier direkt mit dem Shop per angeblicher E-Mail-Adresse da Kontakt aufzunehmen. Ich natürlich sofort das gemacht, weil ich denke, ey super, die Kamera möchte ich ja gerne haben und habe gedacht, dann locken wir den doch mal aus der Reserve und habe dem dann einfach die Mail geschickt, die er dann gemacht hat, also die er gefordert hat, sagen wir es mal so. Und das Resultat ist letztendlich, muss ich mal gucken, jetzt bin ich ein bisschen verscrollt, zack, zack. Hier habe ich noch eine zweite Anbieter entdeckt, das war übrigens der zweite Verkäufer, sehe ich gerade. Das ist genau das Gleiche. Wird man auch aufgefordert, eine E-Mail zu senden. Das heißt also, die letzten beiden günstigsten Varianten sind tatsächlich Fakes gewesen. Und ich habe dann beide angeschrieben, denn prompt gab es dann auch eine Antwort. Da die ja nicht 100% wissen, auf welches Produkt ich jetzt da reagiert habe, weil sie ja, sagen wir mal, viel zu tun haben mit ihrer Scammer-Gedönse, möchten die gerne, dass ich denen, das war nämlich dann die Antwort, das ist bei beiden fast identisch gewesen, ich denen doch bitte einen Produktlink schicke, damit die dann alles veranlassen können. Die geben sozusagen dann die super Bestellung bei Amazon ein und ich muss mir für nichts irgendwelche Sorgen machen. Alles wird gut. So,
Da ist die Mail nochmal direkt. Da hatte ich dann jetzt hier schon drauf geantwortet mit dem Produktlink. Alles wird gut. Dann der nächste hat ein bisschen anders geantwortet. Hier, da handelt es sich um die super Kamera, hat sich die Mühe nochmal gemacht, die Beschreibung reinzupacken. Und alles wird gut. Und ich soll mir auch keine Sorgen machen, denn es gibt natürlich eine offizielle Bestätigung von Amazon. Und dann kriege ich diese E-Mail geschickt, die aussieht, als wenn sie von Amazon wären. Da haben die Scammer sich also hier tatsächlich sehr viel Mühe gegeben. Hier wurde eine ganz klassische Bestellbestätigung generiert, nur mit dem besonderen Hinweis, dass das Geld doch bitte nicht nach Amazon geschickt werden soll, sondern auf das Sonderkonto von Amazon, um den Kauf hier abzuwickeln. Und nochmal der Hinweis, bitte macht dir gar keine Sorgen, denn das ist natürlich alles total gerechtfertigt. Dann habe ich ein bisschen mich verzögert und gedacht, ja, ist ja kein Problem. Also ich hatte einfach keine Zeit, habe nicht nochmal darauf reagiert, habe die auch erst später im Spam-Mail gefunden und habe ihm dann nochmal geschrieben, dem einen und dem anderen Anbieter, und letztendlich habe ich dann auch mal gefragt, ich werde umgehend überweisen, warum geht das Geld auf ein Auslandskonto? Ich weiß das natürlich. Und muss ich nicht über Amazon bezahlen? Das ist natürlich, was mir, also jeder, der jetzt quasi aufmerksam ist, der muss ja auffallen, dass hier nicht Amazon steht. Aber leider gibt es genug, die drauf reinfallen. Endkunden, die sich dann am Ende bei dem gehackten Accountinhaber beschweren werden, dass sie Geld überwiesen haben an irgendeinen Leonard Fabian, der auch nur missbraucht wird. Das sind also auch nur missbrauchte Leute, die im Prinzip Provisionen versprochen bekommen. Das heißt, der ist gar nicht der Scammer, sondern es sind nur irgendwelche Leute, die diese wieder ausnutzen, weil die sagen, du kriegst Geld von uns, du musst Transaktionen abwickeln und bekommst 10% Provision. Aber mach dir keine Sorgen, alles total legal. Wir überweisen Leute einfach Kohle und du hebst sie dann ab und gibst mir die und kriegst 10%. Das heißt, in der Regel ist der Kontobesitzer auch gar nicht der hier den Scam macht, den Betrug, den Hack, sondern das ist wieder ein unbekannter Dritter. So, und da habe ich natürlich gefragt hier, ist auch gar nicht ein Amazon-Konto. Aber auch natürlich haben die da die gleiche Antwort. Ich habe hier auch dem zweiten dann geschrieben, und der schickte mir dann, ohne, weil er es wahrscheinlich nicht verstanden hatte, einfach nochmal eine weitere Bestellbestätigung mit einem weiteren Konto und am Ende dann diese Mail. Ne? Dass er Bezahl und Rechnung läuft ja alles über Amazon. Ich muss gucken, ob das richtig ist. Und sie können übertragen ohne via Internetbank, keine Ahnung. Auf jeden Fall fadenscheinige Ausreden, dass die werden bei Amazon kontaktiert. Muss ich gucken, das ist nochmal die Bestellbestätigung. Ich muss hier gucken, ob ihr die richtige Reihenfolge habt. Genau, da steht's. Amazon besitzt Konten, die neutral sind, wird hier behauptet, was überhaupt nicht der Fall ist. Also das kann nicht sein, ist nicht so. Und deswegen kann man ohne Sorgen und mit 100% Garantie und bist du nicht zufrieden, gibt's natürlich Geld zurück, kann man hier auf dieses angegebene Konto überweisen. So, wer da nicht wach wird, spätestens da, ist selber schuld, fast schon, oder? Denn die angegebenen Konten, die hier aufgeführt sind, die sind kein Amazon-Konto und die kann man nicht nutzen dafür. Also da darf man nicht hin überweisen, ne? Weil wer ist in dem Fall Carlos? Ne? Der arme Sau weiß überhaupt nicht, was er da tut wahrscheinlich, und das sollte man natürlich dann partout lassen. Und so schließt sich der Kreis. Das ist der Sinn und Zweck der Übung. Deswegen werden Leute per E-Mail aufgefordert, am Ende hier ihre Daten einzugeben. Das heißt also, wir halten nochmal zusammen. Der Hacker, der die Phishing-Mail absendet, möchte nur Zugangsdaten zu professionellen Amazon-Accounts, um dann dort seine übergünstigten Artikel einzustellen
um dann aufgrund dieser Massenarbeit die Leute darauf aufzufordern, hier auf fremde Konten Geld zu überweisen. Und damit schließt sich der Kreis. Und der gearschte Kunde, der wird sich natürlich nachher an Amazon wenden, wird sich an den Besitzer, dessen Account gehackt ist, wenden. Und das ist natürlich das große Problem. Das heißt also, der eigentliche Verarscher an der Kette der vielen Verarscher, der geht schadlos sozusagen da heraus hervor und kann letztendlich hier auch nicht belangt werden bzw. zur Rechenschaft gezogen werden. Also hier nochmal Sicherheitshinweis, aufpassen, ganz wichtig, nicht fremde Daten oder Aufforderungen folgen, zwei Wege Authentifizierung anschalten, dann kann sowas nicht passieren. Einfach mal immer Gehirn schalten, nicht Gier frisst Hirn. Weil die Leute, die da überweisen, die sind sich in der Regel aus meiner Sicht schon bewusst, dass das eigentlich nicht passen kann, aber sie wollen ja unbedingt für ein Drittel des Geldes die Kamera. Und das kann natürlich nicht funktionieren, ist ja ganz klar. Ja, das war es dann schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Warnhinweis. Und solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, in Zukunft solche Videos haben zu wollen, weiter haben zu wollen, dann macht das natürlich, kostet ja kein Geld. Ansonsten habt ihr noch Fragen zu dem Vorgang und dürft ihr die gerne in der Kommentarfunktion stellen. Und ihr könnt mir gerne auch mal schreiben, ob ihr darauf reingefallen seid, beinahe reingefallen seid oder plant darauf reinzufallen, wo ich jetzt mal nicht von ausgehe. Tschüss.